Staatsanwaltschaft und Polizei fanden nach den ehemaligen RAF-Terroristen Staub, Garwig und Klette, die im dringenden Tatverdacht stehen, mindestens 9 Raubüberfälle verübt zu haben, um damit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Dabei setzen sie Schusswaffen ein und werden als hochgefährlich eingestuft. Deswegen bitte nicht selbstständig an diesen Personenkreis herantreten, sondern unverzüglich die Polizei informieren. Überfälle gab es diesbezüglich in Celle, Stade, Elmshorn, Osnabrück, Stur, Nordheim, Wolfsburg, Hildesheim und Kremlingen. Im Mai 2016 überfielen die Täter einen Geldboten in dem hinter mir liegenden Einkaufsmarkt. Sie bedrängten ihn mit einer Waffe und waren schon wenige Minuten später vom Tatort verschwunden. Bei der Tatausführung in Hildesheim hielten sie sich, wie hier zu sehen, Hand bzw. Tuch vor das Gesicht, um später nicht oder nur schwer identifiziert werden zu können. Im Kassenbüro bedrohten die Täter die Mitarbeiter mit Schusswaffen. Da der Tresor nicht geöffnet werden konnte, scheiterte der Raubüberfall. Ohne Geld zu erbeuten, verlassen sie den geschlossenen Bereich. Trotz Maskierung erkennt man zumindest die Gesamtmotorik und den Bewegungsablauf. Auch in diesem Fall legten die Täter besonderen Wert auf gute Fluchtmöglichkeiten. Die Täter gingen immer gleich vor. Für die Flucht wurden regelmäßig Wochen vorher preisgünstige Autos angekauft. Einen besonderen Bezug gab es hierbei zu Ostwestfalen und das angrenzende Gebiet. Betroffen waren unter anderem Bielefeld, Porta Westfalica und Osnabrück. Im Frühjahr 2016, Osnabrück. Garwig und Staub bestiegen im öffentlichen Personennahverkehr einen Regionalbus. Staub entrichtete den Fahrpreis, mitgeführt wurden Rucksack und Tasche. Staub ist mit seiner markanten Zahnstellung sehr auffällig. Die beiden Personen lassen sich wie folgt beschreiben. Ernst Volker Staub ist 1,83 groß, schlank, hat graublaue Augen und schlechte Zähne. Burkhard Garwig ist 1,80 groß, hat blaue Augen und eine große Nase. Gegen Staub, Garwig und Klette liegen Haftbefehle vor. Trotz einer intensiven Öffentlichkeitsfahndung gab es bislang keinen entscheidenden Hinweis auf den Verbleib der Gesuchten. Wer kann Hinweise zu diesen Personen bzw. zum Verbleib dieser Personen geben? Bitte informieren Sie das LKA Niedersachsen unter 0511 26262 7400 bzw. die nächstgelegene Polizeidienststelle. Bitte treten Sie nicht selbstständig an diesen Personenkreis heran.